Seid herzlichst gegrüßt, meine lieben Brüder und Schwestern, zu Watch Dogs Vers 33. Und warum ich jetzt hier bei dem Motel stehe und wo das ist, guckst du. Ich erkläre es dir gleich. Das ist da in der Erholungsgegend, links oben, weil erstens müssen wir da sowieso hin. Wir fangen jetzt Akt 3 an. Kampagne. Hoffnung ist ein Trauerspiel. Das ist die erste Mission von Akt 3. Gut. Und warum ich hier bin? Weil ich versuche immer auch alles zu sammeln. Warte. Fortschritt. Namely habe ich jetzt versucht, die Wegwerftelefone. Was heißt versucht? Ich habe jetzt alle. Und zwar 3 haben mir noch gefehlt. Also 5 hatte ich, die waren eingezeichnet auf der Karte. Aber 3 haben mir noch gefehlt und die waren nicht eingezeichnet auf der Karte. Also auf der Landkarte. Siehst du, auf der Karte waren 5 eingezeichnet, bis jetzt. Ganz automatisch quasi. Bis Akt 3. Und 3 fehlen mir noch. Und jetzt wollte ich die sammeln und auf meiner Homepage laraweb.de habe ich jetzt auf eine Lösung verlinkt von Eurogamer und da nachgeschaut unter Wegwerftelefone. Und wenn du da unter Wegwerftelefone nachschaust, da siehst du, ich habe es hier rechts vor mir, das erste ist automatisch. Also hier in dieser Eurogamer-Lösung dann. Und dann 2, 3 und 4 von dieser, also in dieser Lösung, die Nummern 2, 3 und 4 haben wir tatsächlich zum Glück. Also waren das gleich 2, 3 und 4, die mir noch gefehlt haben, exakt. Und die kannst jetzt, und die waren alle hier. Und das dritte war da oben hinter oben. Da kann man da die Leiter raufklettern, hinter dem Motelschild oben am Dach. Dann kann man hier die Leiter raufklettern und dann hinter dem Schild, das war das letzte, das mir noch gefehlt hat. Und die anderen sind die Nummern, das war jetzt die Nummer 4 in der Eurogamer-Lösung. Und die Nummer 2 und 3 haben mir auch noch gefehlt, also von dieser in dieser Eurogamer, und die waren da oben. Eins war, da käme man jetzt auch mit der Kampagne vorbei, das war da irgendwo. Also es steht in dieser Eurogamer-Lösung. Und das andere war da, glaube ich. Also das steht da drin in der Lösung. Und jetzt habe ich alle, haha. Es gibt ja auch wieder einen Erfolg freigeschaltet und ein Auto oder irgendwas haben wir auch freigeschaltet. Warte, ich kann es dir nochmal schnell zeigen. Achso, warte, wo sind wir denn? Wegwerftelefone. Also wir haben das Auto hier. Vespid LE Light Edition. Der Retro-Stil dieses Wagens ist verblüffend. Das war fürs 7. Telefon. Und fürs 8. Telefon haben wir den Erfolg freigeschaltet. Prima. Jetzt fehlt mir nur noch die vermissten Personen, da muss ich jetzt auch wieder in der Lösung, das mache ich dann offline, da fehlen mir auch noch 3, das steht da wahrscheinlich auch in der Lösung drin. Da kriegen wir immerhin die schicke Waffel für 6 und für 7. kriegen wir dann den Erfolg. Prima. Okay, und jetzt gehen wir mit der Kampagne weiter, Akt 3. 1 von 6 mit dem schönen hochtrabenden Titel. Hochtrabend. Schönes Wort, gell? Hoffnung ist ein Trauerspiel. Fahren wir jetzt hin. Hier gibt es leider keine Schnellreise hier in der Erholungsgegend. Wunderschöne Gegend, aber keine Schnellreise hier verfügbar. Gut, jetzt gehen wir da hin. Und machen wir da mal los hier. Gut. Okay. Da ist der, oben ist der QR-Code, der letzte, der mir noch gefehlt hat. Da oben war es der am Brückeneingang. Oh nee, da kommt schon wieder eine Bitte. Hier ist gefährlich. Hier deckt, naja. Ah, bitte, wo ist denn der? Ich mag nicht. Jetzt kann ich den wieder suchen. Wo soll denn der sein? 400 Meter, ach bitte. Den erreiche ich ja nicht mehr. Oh nee. Der war da in dem Trailerpark jetzt, oder wie? Das ist zum Käse melken hier, ja, zum Mäuse. Zum Käse raus. Ja, bitte, bis ich da hinkomme, ist der weg. Ist mein Ding gehackt. Wo ist er denn? Ist der in dem Trailerpark, oder wie? Ja, bitte. Da hatten wir ihn gestohlen. Prima. Ich weiß, ich kapier's nicht so ganz. Schadet mir das jetzt quasi irgendwie. Hoppla.
Müssen wir das Handy auch machen? Der rennt jetzt da irgendwo rum. Ja, gut, wo ist er denn? Ja, dunkel war es jetzt. Wenn es dunkel ist, kann man keinen sehen. Der versteckt sich oben am Dach, oder? Ist ja auch wurscht. Warte, ja, mit der Kamera. Wo ist denn da eine Kamera? Sprengen. Sprengen wir mal alle. Ah, Zivilist getötet. Ach du Scheide. Ist der hockt der am Dach oben. Da wette ich drauf, komm. Nee. Oder hinten, der, ja, der kann sich überall verstecken. Der kann da hinten auch sein. Zielgrüßschuch, der ist da unten. Huch, jetzt sehe ich nichts mehr. Der ist da unten. Der hockt irgendwo da rum. Komm. Kann man nicht schon irgendwo. Der hockt da irgendwo. Komm. Kann natürlich auch ganz am Ende sein. Nee, der hockt hinten. Das weiß ich. Na, oder der Auto, oder läuft da irgendwo rum? Das ist er, oder? Das ist er. Daten werden. Huch, Zivilist getötet. Ah, jetzt haben wir den Notruf. Mistkacke. Der hockt da hinten. Ah. Ich wusste es, der hockt da hinten. Oder oben. Oh Mann. Wo hockt denn der? Oder ist es wieder so ein unsichtbarer mit unsichtbar Cheat? Das kann auch sein. Da oben hockt er. Oder hat der wieder einen unsichtbar Cheat? Da unten hockt er. Aha. Ja, prima. Prima, geh halt weg. Jetzt bin ich. Ja, geh halt. Jetzt bin ich wieder, muss ich wieder ins Zielgebiet fahren. Prima. Super, und jetzt werde ich verfolgt auch noch. Wie gesagt, ich kann das leider, also ich kann es abschalten, aber dann geht der ganze Online-Fortschritt. Jetzt haben wir mein Ding wieder verloren. Geht mein ganzer Online-Fortschritt. Jetzt ist meine Kampagne weg. Mein ganzer Online-Fortschritt flöten. Gut. Ja, jetzt muss ich erst entkommen, oder wie? Prima. Naja. An alle Einheiten, wir haben ihn verloren, der Scan ist negativ. Negativ. Polizeiscan, oh, jetzt wird's Tag. 20 mal Polizeiscan Vermeidung gibt auch einen Erfolg, das habe ich schon. Jetzt müssen wir wieder schauen, wo ich hin muss. Warte, da müssen wir hin. Kompakt, ne. Ah, jetzt wird's wenigstens hell. Ja, ja. Prima. Gibt ja noch so andere Online-Verfolgung, Online-Beschattung. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Also ich Online-Hacken, das habe ich selber schon 5-mal erfolgreich gemacht, weil das, da kriegt man auch irgendwas. Ah, jetzt kommt die Brücke wieder. Da kriegt man auch irgendwas dafür, für 5-mal. Eine Waffe oder Auto oder irgendwas. Oder Fähigkeit oder ich weiß es nicht mehr. So. Ja, für die anderen Online-Sachen, die Violetten, da kriegt man auch irgendwelche Boni. Ja, Boni. Mehrzahl vom Bonus. Gut. Ah, jetzt wird's Tag, das ist schick. Da sieht man wenigstens was. Gut. Also ich finde das Spiel recht schön, muss ich sagen, weil die Gegend ist. Übrigens, das ist hier Chicago, oder? Wir sind in. Also soll Chicago sein, weil da so. So, wenn man jetzt zurückfährt, steht über dem Tunneleingang Chicago. Also, und dann sind wir in der El Bandi-Stadt. Hallo, ich bin ja gigantischer El Bandi. Wo müssen wir denn jetzt hin? El Bandi-Fan ist der einzig intelligente Mensch auf der Welt. Außer Hawking und Einstein und Professor Lesch von der TU München, wo ich selber mal war. Also, ich habe ja 2 Semester an der TU München studiert. Ich habe aber den Lesch nicht getroffen, muss ich jetzt. Ich kannte den damals keiner.
Hoffnung ist ein Trauerspiel, komm her. Oh, Landkarte. Oh, eine affenartige Landkarte haben die hier, schon her. Ja gut, jetzt gehen wir rein. Prima, schauen wir mal was. Und ich habe nichts mehr zu trinken, keinen Kaffee mehr. Wahnsinn, nur ein bisschen Boden für die Akt 3. Hoffnung ist ein... Huch. Oh ne. Mhm. Ich habe noch einen Schluck Energy Drink. Nee, auch noch auch Chrom. Jetzt habe ich nichts mehr. Jetzt verdurste ich. Oh, was ist da los? Verdurste ich hier. Hm. Jetzt kann ich mir einen Energy Drink holen. Was kommt jetzt da? Ach, Rasenmäher, schau her. Rasen. Jetzt müssen wir einen Rasen mähen. Das ist die Nebenaufgabe. Mähen Sie den Rasen. Unbemerkt. Hacken. Hacken Kennedy finden. Unbemerkt. Nee, einfach hacken. Huch, ah, beim Rasenmäher. Schau her. Hacken Sie den Rasenmäher. Hacken Sie die Hecke. Mähen Sie die Hecke. Nee, wie komme ich denn da rein? Ah, da hacken. Komm. Mähen Sie die Hecke. Hacken Sie die Mähe. Einbruch. Oh, ein Bus. Passwort wird zurückgesetzt. Das ist so unangenehm. Das war schlampig. And now? Voll. Da steht voll. Gott. Hacken Sie, jetzt haben wir es. Benutzen Sie den Profiler. Oh. Ah, warte, da ist einer mit dem Coach. Gut, in Mission. Da hinten ist er. Nee, wo ist er? Da. Hacken. Jetzt kann mich keiner hacken online in Missionen. Es ist was. Ah! Anderen angeschaut. Achso, dachte schon, Warnung. Anderen Angestellten suchen. Hacken. Ja, wie, wo, was? Wen denn? Welchen? Muss ich jetzt auf Hacken drücken oder wie? Nee. Hä? Unten ist ein, warte. Huch, nee, die zählen nicht, oder? Hacken, den hacken wir. Nee, der ist es nicht. Da leuchtet es grün, wenn wir den haben, oder? Wo ist denn der da? Oh, der unten. Ne, wo ist denn der? Uch. Sag mal. Der nicht. Wo ist denn der? Hä? Benutzen, um den Code zu finden. Wo soll denn der sein? Ah, nee. Ach, bitte. Das Spiel macht mich fertig. Wo denn? Muss ich die jetzt... Nee. Wo sind denn die? Ich kann nicht mehr, der geht nur. Benutzen um den zurückgesetzten. Ja, mache ich ja. Oh, bitte. Hockt der da unten? Warte, der ist da unten irgendwo, oder? Kann auch da sein. Ja, entschuldige, tut mir jetzt leid, der geht nur noch. Da am Rand ist auch keiner mehr, oder? Oder muss ich da erst auf Hacken? Nee, das leuchtet doch dann grün, oder? Wenn wir den haben, oder? Oder kann ich jetzt die alle da hacken? Muss ich da auf Hacken drücken bei jedem? Was ist mit dem? Der ist es. Sag ich doch. Dass dann grün leuchtet, wusste ich doch jetzt aber, oder? Haben wir es jetzt? Haben wir jetzt, oder? Zurückgesetzt, muss ich mir jetzt aber nicht merken, oder? Hammer, geben Sie das neue, jetzt muss ich da in den... Zurück zu dem Rasenmäher, oder? Oh, Gitarre, schau her. Country, Music, Rock, Blues, nein. Wednesday, Oktober. Nein. Huch, wie komme ich denn da hin? Dahin. Wahnsinnsgegend, schau her. Boah. Super, gell. Das ist wie Urlaub, schau her. Jetzt muss ich das Ding hacken. Jetzt. Komm. Na? Jetzt bin ich ja gespannt, was jetzt passiert. Seien wir mal gespannt. Trägersignal umgeleitet. Trägersignal, das klingt wie, sage ich jetzt nicht.
ist er doch noch im Spiel. Träger, Hosenträger, sage ich jetzt mal. Was Quatsch, der da wieder. Geben haben wir jetzt. Infiltrieren Sie. Interfiltrieren. Filtrieren Sie Kaffee in den CTOS-Turm. 400 Meter. Kann man jetzt da zu singen gehen? Nee. Doch, da gehen wir jetzt zu singen. Komm. Das ist nicht weit. Filtrieren Sie Kaffee. Das bräuchte ich jetzt. Dass jemanden, der mir Kaffee filtriert. Infiltriert. Beste Bohne, frisch gepflückt. Schau dir mal die schicke Gegend an. Schau her, so Steinmauern haben die da auch jetzt schon. So Steinmauern, das ist die neueste Mode. So Gartenzaun aus Steinen. So Maschendrahtgitter, also so ein Stahlgitter und das dann in Kastenform und das dann mit Steinen gefüllt. Das ist die neueste Mode. Ist natürlich witterungsbeständig. Und also man kann auch mit dem Auto, wenn einer mit dem Auto reinfährt, hält es auch relativ gut stand. Aber ich denke, nach 10 Jahren wachsen da komische Gewächse raus, oder? Wahrscheinlich, oder? Also die haben jetzt erst vor 1-2 Jahren mit der Mode angefangen, aber in 10 Jahren ist die Mode vielleicht schon wieder out, weil da kommen wahrscheinlich komische Gewächse raus mit der Zeit. Oder Pilze, Algen, Schwamm, Bakterien, also huch, da oben, was ist denn da oben? Also so komische Lebensformen. Amöben, huch, da ist eine Sprungschanze. Schau her, da springen wir jetzt drüber. Das ist eine Sprungschanze. Oh, da kann man mit dem Motorrad springen üben. Huch, aber da komme ich nicht drauf. Komische Lebensformen kommen dann daraus. Ich bin mir sicher, weißt du, Außerirdische, es gibt bestimmt Lebensformen noch irgendwo im Weltall, aber im Universum, aber das sind, komme ich darauf? Nee. Das sind bestimmt, also was heißt bestimmt, das können aber auch so Bakterien oder so sein. Wie komme ich denn darauf? Wie geht's denn darauf? Da drüben ist die Straße oder wie? Können aber auch so Amöben, Bakterien, oder muss ich da mit dem Motorrad drauf springen? Amöben, Bakterien, Schwämme, Pilze, Algen, kann alles Mögliche sein. Leben, Bakterien, Einzeller, Zweizeller, Dreizeller, das sind auch, ist auch Leben. Und ich glaube jetzt weniger, dass so Amöben so von sich oder Bakterien, Pilze, so Knollenblätterpilz oder so, ich glaube jetzt nicht, dass die von sich aus spontan Raumschiffe bauen und bei uns rumfliegen. Glaube ich jetzt nicht direkt. Glaube ich jetzt weniger. Ist das Chicago? War schon jemand da von euch in Chicago? Ist das Chicago? Da der Turm, der schaut doch signifikant aus. Das könnte, weiß ich nicht. Wie komme ich denn da rein, Freunde? Amöben. Gut, wenn hier eine Amöbe rumfliegt mit Raumschiff, dann werde ich sie herzlich begrüßen. Ich komme da nicht rein. Da vorne ist der Eingang. Hä? Da ist kein Eingang. Bin ich blöd? Da ist... Nee. Ach, da ist der Eingang. Also, wenn hier... Die suchen auch mit... SETI heißt es. Search for Extraterrestrial Intelligence. SETI abgekürzt. Die suchen, Projekt SETI, nach intelligentem Leben außer. Aber Pilze, Knollenblätter, der Knollenblätterpilz zählt nicht als intelligentes Leben. Und bestimmt gibt es viele, kann man da rein? Bestimmt gibt es viele Knollenblätter und sonstige Pilze und Amöben da draußen. Da komme ich nicht rein. Im Weltall, da ist schon wieder eine Sprungschanze. Ja, ich muss dann abhauen wahrscheinlich wieder. Wie komme ich denn da rein? Lift. Was für ein Lift? Ach, wenn ich raus muss. Und wie komme ich rein? Ich muss da rein. Benutzen. Wie komme ich denn da rein? Lift. Ja, toll. Ja, rauskommen. Bitte. Ich muss mit dem Motorrad reinspringen. Doch, garantiert da oben rum. Ich muss da rein. Mit dem Motorrad drauf fahren, oder? Weil da eins rumsteht. Kann ich mit der Geländemaschine da über den Felsen drüber fahren? Oder muss ich da irgendeine Sprungschanze? Da geht's ja wieder raus. Ach, komm. Oh, bitte. Ich bin Gelände gefahren, aber nicht auf solche Felsen. Da brauchst du eine Trial-Maschine, nicht eine Großmaschine. Trial-Fahrer brauchen wir da. Die fahren ja da einbeinig
mit verbundenen Augen auf so einen Felsen rauf. Komme ich da auch rauf mit der Maschine? Nee, nicht wirklich. Ach komm. Uah, der macht hier Stunts. Oh nee, bitte nicht. Ja, ich muss irgendwo rauffahren. Wie komme ich denn da rein? Ich mag nicht mehr. Jetzt schauen wir mal hier oben. Wie soll ich denn da reinkommen? Bitte. Da hörst du die quietschenden Reifen, da fährt schon wieder einer, ein echter Online-Spieler rum und will mich schon wieder hacken, das weiß ich. Oben rum, warte, oben rum irgendwo. Muss ich jetzt die Maschine mitnehmen? Nee. Irgendwo oben rum. Ich muss doch da oben rum reinkommen. Ja, komm, bitte. Jetzt müssen wir erst die Schwachstelle suchen. Eine Schanze oder Drei-Schanzentournee. Irgendeine Schwachstelle brauchen wir. Da kommt der schon mal gar nicht. Doch, da geht er. Ah, bitte. Nee, ich brauche eine Schanze. Da ist überall Zaun, wo ich nicht drüber komme. Ich kann nicht mehr. Und mit der Maschine kann ich auf so einen Felsen auch nicht drauf. Ich brauche eine Sprungschanze. Das ist zum Mäusemelken. Da kommen wir auch nicht. Warte, da ist so eine Treppe. Jetzt warte mal. Da kommen wir da rauf. Ah, bitte geh halt rauf. Weil das ist ein Kollege. Da. Komm, geh rauf. Kann er nicht an dem Rohr raufklettern. Ist ja nicht geländegängig hier, der Kollege. Oh, bitte. Spring rauf, wenn jetzt Lara Croft am Start wäre. Da kann man da rauf fahren. Da oben käme man da rein. Wenn man da oben wäre, jetzt müssen wir die Geländemaschine suchen. Das geht da nicht rein. Ah, der kann doch nicht mal über den Hügel rüber gehen. Ich kann nicht mehr. Da, was ist da? Da kommt schon wieder, da quietscht schon einer online rum hier. Der will mich schon wieder hacken. Ja, jetzt bin ich aber in der Mission. Jetzt kannst du mich nicht hacken. Ich komme da nicht rein. Freunde. Jetzt muss ich mit der Geländemaschine, was war denn das für ein Ding? Da kommen wir ja auch nicht rein. Jetzt muss ich nochmal zu. Jetzt müssen wir mit der. Was ist denn da wieder los? Mit der Geländemaschine reinfahren. Jetzt komme ich nicht mehr zur Geländemaschine. Da irgendwo. Da, genau. So. Die Tür ist zu und drüber springen kann ich nicht. Das geht nicht auf da. Unterirdisch. Das kann man nicht hacken, oder? Kann man das hacken? Nee. Das ist die Geländemaschine. Ach, da packt die noch. Da, wie soll ich. Ach, Kamera. Muss ich mich rein. Nee, warte, Kamera. Warte. Kann man die Tür. Die Tür öffnen. Ich blöd. Ich muss mit der Kamera irgendwie das Ding. Ach. Bin ich blöd. Ich muss mit der Kamera das aufkriegen. Bin ich blöd. So, da kennt man sich nie mehr aus. Wo man. Jetzt müsst du der weißen Linie folgen, Matte. Ach komm. Ja, ja, ich hab schon gesehen, warte, ich muss bloß rumgucken. Da irgendwo. Kamera. So. Antenne, was ist mit der Antenne? Huch, jetzt dreht die sich. Ach, da kann man die Antenne drehen. Das ist entriegeln. Jetzt haben wir irgendwo. War das jetzt schon die Tür? Ist das schon die Tür? Nee, ist immer noch rot. Jetzt hat sich der da oben gedreht. Das ist immer noch zu. Ich mag nicht mehr. So, jetzt hat sich die Kamera gedreht. Wir müssen noch was entriegeln. Benutzen. Kann man das. Warte. Ah, nee, jetzt dreht sich das Ding wieder. Ah, jetzt drehen sich alle wieder.
Kamera. Warte, ich muss da irgendwas benutzen. Benutzen? Hä? Warum die dicke Kabel? Da ist er, warte. Jetzt haben wir ihn. Jetzt sind wir drin. So. Ist da ein Böser drin? Nee. Ich muss jetzt da was benutzen. Aktivieren Sie die Station, um auf die Taten zuzugreifen. Kurze Pause. Ist das unten im Keller da oder wo? Nee. Das ist unten im Keller. Warte. Huch. Bin ich im Geheimbunker. Prima, jetzt komme ich da. Warte, Kamera. Eindringen. Was ist eindringen? Oh, bitte. Entrieseln. Jetzt muss ich immer noch irgendwas entriegeln, oder? Warte, war das schon das? Nee, war noch nicht das. Irgendwas habe ich entriegelt. Eindringen, das haben wir schon eingedringt. Nee, warte. War das der falsche? Den weißen brauche ich eindringen. Ja, ich muss da eindringen. Woanders kann ich nicht. Sehr eindringliches Spiel hier, muss man schon mal sagen. Ich muss jetzt da eindringen. So. Aha, da geht der wieder raus. Da haben wir schon, das brauchen wir aber nicht. Muss ich da irgendwo eindringen? Da geht's nicht weiter. Goes not wider. Oh, bitte. Schwitsch, da haben wir. Wie komme ich denn da? Da ist nichts mehr. Da? Nee. Hier ist nichts mehr. Bitte. Ich habe jetzt irgendwo anders aufgemacht. Muss ich jetzt woanders suchen, oder wie? Bitte. Komm. Da, das muss ich auf. Oder auch nicht. Und da geht's rein. Und also ich habe woanders aufgemacht, das da aufgemacht. Und wo ist das, bitteschön? Ein anderer Eingang wahrscheinlich. Aha, da komme ich da rein und dann. Also ich muss jetzt einen anderen Eingang, weil woanders komme ich da jetzt nicht rum. Muss einen anderen Eingang suchen, oder wie? Muss man einen anderen Eingang suchen. Wo gibt es denn da noch einen Eingang? Bitte. Muss man hier alles ab. Ja, es tut mir leid, wie lange spielen. Oh, wir haben nur noch 5 Minuten. Muss ja alles abklappern. Irgend noch einen anderen unterirdischen Eingang. Das, nee, das haben wir nicht aufgemacht. Kommt man da rein? Nee. Da waren wir unten. So. Da kommen wir auch nirgends rein. Das Spiel macht einen fertig. Da oben, da will ich nicht. Oh, wow. Da steht schon wieder eine Maschine rum. Das ist verdächtig. Woanders komme ich ja nicht rein, oder? Oder runter, oder raus komme ich, das wollen wir nicht. Ah, da, warte. Ah, ja, haben wir das nicht aufgemacht. Hä? Irgendeine Tür habe ich aufgemacht, aber die wir brauchen, haben wir nicht. Antenne. Da ist noch eine Tür. Da oben irgendwo. Da ist aber auch kein Eingang oder so. Warte, nee. Da komme ich nicht drüber, oder? Nee, da komme ich nicht drüber. Ich muss wahrscheinlich da hinten die Tür aufkriegen. Warte, was ist da für eine Kamera? Da ist noch ein Eingang. Aha. Da ist ein unterirdisch. Da müssen wir wahrscheinlich rein. Muss ich da den Lift irgendwie benutzen? Warte. Das nutzt mir. Warte mal. Nutzt mir aber auch nichts. Ich müsste da oben rauf, oder? Dann komme ich da unten. Da wird die Tür sein. Da unten wird die Tür sein. Wahrscheinlich die wir vorhin aufgemacht haben, da unten. So, jetzt müssen wir da oben rum. Jetzt müsste ich aber auf die Ding rauf. Auf die Antenne und dann das drehen. Dann könnte ich da rüber und dann da runter. Verstehst du? Ich müsste da rauf jetzt. Warte, wie komme ich denn da?
Darauf, da komme ich nicht drauf. Müsste darauf. Oder da. Wahrscheinlich muss. Jetzt habe ich es. Wir müssen darauf. So, sagte. Genau. Dann müssen wir das Ding drehen. Ich muss das Ding jetzt drehen. Da ist eine Tür offen. Da hinten, genau, da komme ich aber nicht hin. Ich muss das Ding drehen. Wie drehe ich denn das Ding? Antenne drehen. Wie ging das? Wie haben wir die Antenne gedreht vorhin? Antennen drehen, alle Antennen drehen. Die drehen sich. Antenne drehen. Aha. Siehst du. Muss ja irgendwie. So, jetzt dreht sich's da hin. So. Wir müssen. Da haben wir aufgemacht. Siehst du, da. Aha, jetzt müssen wir es wieder drehen. Antenne drehen. So, jetzt kommen wir da hin. Aha. Huch. Wahnsinn. Jetzt kommen wir da. Dahin. Dann können wir da rein. Und der Wahnsinn. Und dann da. Ah, das haben wir wahrscheinlich aufgemacht. Dann da rauf. Und jetzt können wir da weiter, oder? Das müssen wir jetzt noch fertig machen. Genau, jetzt drehen wir das Ding. Also, wieder die Antenne drehen. Wo drehe ich denn die? Oh nee, der Schalter zum Drehen. Warte. Drehen. Antenne, jetzt. So, jetzt dreht er sich. Genau. Es ist affenartig hier. Hallo. Spiel für Blöde. Jetzt drehe ich es nochmal. Oder? Und dann komme ich da unten rein. Jetzt warte. Antenne drehen. So, jetzt komme ich da unten rein. Also, jetzt kann ich da rüber gehen. Das Spiel ist raffiniert. So, und jetzt komme jetzt komme ich da rein, oder? Geh raus, komm. So, jetzt können wir da rein. Da, da haben wir aufgemacht, gell? Sonst ist er, ich kann nicht mehr. Das müssen wir jetzt noch fertig machen, komm. Jetzt bin ich da, warte, siehste, genau, da haben wir da vorhin da, da muss ich rein, muss da rein? Ne, da geht's nicht rein. Oh, bitte. Warte, da bin ich runtergekommen. Und ich muss aber da durch, da geht er nicht durch. Es ist nicht Alien Isolation, wo man durch die Luftschächte kriechen kann. Da ist jetzt, mag ich nicht mehr. Wir müssen das fertig machen. Du musst zuschauen. Ist wurscht. Kurze Pause. So, wir kommen da nicht rein. Da sind wir runtergekommen. Jetzt müssen wir da irgendwo anders rum. Sprengen. Warte. Nee, das nutzt. Wieso soll ich denn das sprengen? Au! Ah! Doch, jetzt geht alles in die Luft. Hilfe. Aber das hat die Tür gesprengt, sag mal. Da drüben. Oh nee. Jetzt das entriegeln. Jetzt haben wir irgendwas entriegelt. Da, das war jetzt die Tür, wo man. Und da geht es jetzt dann wieder raus, oder wie? Warte. Jetzt haben wir das entriegelt. Voll? Was ist voll? Da, ja, nee, wir müssen da unten irgendwas machen. Warte. Jetzt haben wir das entriegelt. Wir müssen da rüber. Jetzt haben wir da was gesprengt. Ja, prima. Da kommen wir aber nicht wesentlich weiter. Da sind wir. Wir müssen da rein. Der geht nicht da durch, der Kollege. Da sind wir runtergekommen. Da haben wir was gesprengt. Und dann müssen wir da hinten gucken. Abgefangenes Audiolog. Huch, was ist denn das? Achso, das ist der Ausgang. Das nehmen wir mit. Das ist ein Ding. Malcolm Deodato. Oh, hey. Da schau her. Hacken. Hacken. Google-Datei. Das müssen wir jetzt noch fertig machen, Freunde. Prima, komm. Jetzt hacken wir das Ding. Was macht das? Nichts mit Soße. Ich komme immer noch nicht an das Ding hin. Ach so, haben wir jetzt wahrscheinlich da im ersten
Ja, was ist denn das für ein Ding? Ersten Ding die Tür gehackt, oder wie? Also Achtung, aufpassen, wenn so ein Handy rumliegt, gell? Das hat jetzt bestimmt, hat das jetzt irgendwas freigeschaltet, warte. Das haben wir gehackt. Haben wir jetzt, sonst ist da nichts, gell? So, wir kommen da nicht weiter. Da drüben ist auch nichts. Dann gehen wir wieder raus. Wir kommen hier nicht weiter. Ist jetzt vorne der Eingang offen, wo wir am Anfang unten drin waren, Freunde? Oder wie? Aber wir haben, da geht's nicht weiter. Da geht's nur wieder raus. Na gut, dann gehen wir da wieder raus. Oder? Und jetzt gehen wir in den anderen Eingang wieder runter. Oder? Siehst du, jetzt sind wir wieder oben. Und jetzt gehen wir nochmal da runter, oder? Warte. Gehen wir nochmal da runter. Vielleicht ist da jetzt offen, oder? Auch nicht. Jetzt ist da offen. Da brauchen wir nicht mehr. Das Ding müssen wir jetzt hacken. Aha, jetzt haben wir es aber, oder? CTOS. City Operation System, oder wie? Jetzt haben wir aber was freigeschaltet, Freunde. Hallo. Oh, Alter, untersuch die Lupe. Siehst du, jetzt haben wir wieder ein neues Untersuchung, neue Untersuchungs Bezug freigeschaltet. Aha. Haben wir jetzt den Bezirk freigeschaltet. Ich kann nichts machen. Jetzt müssen wir warten, bis es fertig ist und dann machen wir Pause. Haben wir wieder einen Bezirk freigeschaltet. Okay, ich kann nichts machen. Freunde, ich muss es anhören. Ja, komm, das interessiert mich. Derweil koche ich dann Kaffee und dann können wir ins nächste Video gehen. Ins nächste. Schau ich noch E-Mails an. Webmaster. Benachrichtigung über neue Antwort. Da schau her, hat einer geantwortet. Muss ich machen schnell. Was? Chat? Jedi-Ritter. Jedi. Prima, schau her. Jedi-Ritter. Da wollen wir jetzt hin im nächsten Video. Suchen Sie in Jedis Ritterspar nach Kennedy. Dies machen wir. Ist das jetzt immer noch die Aufgabe? Oh nee, ja, da müssen wir pausieren. Das ist so Alien Isolation. Komm, da kommt jetzt das Alien reingewatschelt durch den Lüftungsschacht. Freunde, ich schalte jetzt hier mal das Video aus und mach mal den nächsten. Jetzt haben wir, warte, jetzt gehen wir mal kurz nochmal raus. Haben wir jetzt wieder was freigeschaltet hier? Warte, Weltkarte öffnen, warte. Jetzt haben wir hier endlich einen Schnellreisepunkt. Mission, also wir sind immer noch in der Mission und jetzt müssen wir da hin. Gut, und wir haben, da ist, da haben zwei Lupen, schau her, für die Menschenhandel. Ist das, oder? Untersuchen Menschenhandel. Oje, zwei Lupen. Ja, siehst du, das schaltet sich immer im Verlauf des Spiels wahrscheinlich, der Rest erst drei, oder wie? Mhm. Wenn du es eilig hast, kannst du in der Eurogamer-Lösung nachschauen. Jetzt machen wir, ich schalte jetzt hier aus und koche Kaffee und dann machen wir noch ein Video, dass wir das hier fertig kriegen, gell? Herzlichen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis gleich.